Emma, Interview der Woche vor dem Spiel gegen Osnabrück. Ein ganz kurzer Blick zurück musste aber noch gegeben sein. Das Spiel gegen Hamburg liegt ja noch nicht allzu lang zurück. Ein unglücklicher Abend am Ende mit dem Ergebnis. Du hattest leider natürlich auch einen Anteil daran. Hast du das gut verarbeitet? Habt ihr das gut aufarbeiten können die letzten Tage? Ja, es war natürlich sehr enttäuschend für alle. Wir haben uns da mehr vorgenommen. Wir wollten einfach natürlich im besten Fall 3 Punkte holen, waren wirklich sehr motiviert für das Spiel, haben auch sehr intensiv darauf hingearbeitet und dann am Ende natürlich für mich persönlich einfach eine unglückliche Situation, was mir natürlich auch für die Mannschaft leid tut, weil nach so einem Spiel denke ich, dass mindestens ein Punkt verdient gewesen wäre und dann hätte das natürlich auch nochmal sich einfach anders angefühlt, wenn du dann so nach so viel Arbeit dann mit 0 Punkten wieder zurückfährst. Wie ist das so für einen selbst? Nun ist es nicht das erste Mal, dass ein Spieler einen Elfmeter verschuldet hat oder Zimbo ist ja auch leider mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Wie geht man damit selbst um? In den Stunden danach ist es wahrscheinlich relativ präsent, aber am Folgetag hat man dann schon so erste Ansätze, wo man sagt, was hätte ich machen sollen oder wie geht man dann damit um? Ja, ich denke, dass es trotzdem wichtig ist zu gucken, was man vielleicht hätte anders machen können. Dass so sehr, wie es dann auch wehtut, dass man halt nochmal sich die Szene anguckt, okay, was hätte man anders machen können, was ist vielleicht auch davor schon schief gelaufen oder was hätte davor schon besser sein können, dass es dann gar nicht zu so einer Situation kommt. Aber klar, wenn man das dann einmal aufbereitet hat, das dann trotzdem auch möglichst schnell abzuhaken, so, weil egal wie oft man sich das anguckt, man kann es nicht mehr rückgängig machen dass man guckt, dass es in Zukunft natürlich möglichst selten sowas nochmal vorkommt und dass jetzt einfach schnellstmöglich der Fokus aufs nächste Spiel gerichtet wird. Vor allem muss man ja sagen, das hat ja auch der Trainer angesprochen in der Pressekonferenz oder auch in der Nachbesprechung mit den Journalisten, dass unsere Defensivarbeit sehr gut funktioniert hat am Freitagabend, was ja auch schon über, sag ich mal, die gesamten Teile der Hinrunde relativ gut läuft hinten. Du mittlerweile da auch als Linksverteidiger umgeschult. Nimm uns mal ein bisschen mit, wie ist die Position für dich? Was macht das aus oder was macht es für dich nochmal anders? Ist für mich an erster Stelle ist einfach wichtig, auf dem Platz zu stehen für mich. Ich war nie irgendwie so der eitle Typ, der dann gesagt hat, aber ich spiele jetzt nur diese Position. Für mich ist es, was Neues. Es ist auch ein Stück weit aufregend, weil ich mich mit einer neuen Aufgabe auseinandersetzen kann. Im Endeffekt, es geht halt darum, Zweikämpfe zu gewinnen. Ne? So jetzt natürlich eher dann an erster Stelle ohne Ball, wenn der Gegner mit Ball auf einen zukommt. Ich versuche da natürlich trotzdem meine Körperlichkeit einzusetzen. Ich glaube, die Physis dafür habe ich. Das habe ich, glaube ich, auch gegen Hamburg über weite Strecken gezeigt, dass ich mich da reinwerfen kann, dass ich auch die Abläufe drin habe. Ich meine, ich habe es ja letzte Saison auch schon ein paar Spiele gespielt und weiß aber auch, dass ich die Position sehr offensiv interpretieren darf. Und da mich trotzdem immer wieder mit nach vorne einschalten darf, beziehungsweise auch soll. Und ich glaube, das ist diese Saison, was uns generell auch sehr stark macht. Auch natürlich auf der anderen Seite Zimbo, dass wir da sehr offensiv eigentlich immer mit dabei sind, immer was mit kreieren können und trotzdem hinten die meiste Zeit echt sehr solide stehen. Sprichst es an, die Leistung der letzten Wochen ist ja eigentlich ziemlich gut gewesen, wenn man sich die Ergebnisse anschaut. Wie ist aktuell die Stimmung im Team jetzt vor dem letzten Spiel, vor einer erneuten Länderspielpause? Ja, ist jetzt, also natürlich, man merkt, dass jetzt das Hamburg-Spiel schon den Jungs wehgetan hat, was ja aber selbstverständlich ist. Aber ich glaube, das zeigt auch ein Spiel wie jetzt gegen Hamburg, wie gegen Hannover, wenn du da nach dem Spiel in der Kabine sitzt und jeder hat einfach so eine gewisse Unzufriedenheit und denkt sich, okay, da wäre mehr drin gewesen, da hätten wir mehr rausholen können. Das zeigt ja auch so, was der Anspruch der Mannschaft ist, was der Anspruch dieser Kabine ist. Und ich glaube, das ist sehr gut, das ist ein sehr guter Ansatz. Und jetzt geht es halt darum,
dass wir ja, nach dem Spiel so wenig wie möglich sitzen. Ja, was hätten wir vielleicht besser machen müssen, dass es die 3 Punkte dann geworden wären, sondern dass wir sitzen, okay, wir haben unser Spiel gespielt, das hat gut geklappt und geil, dass wir 3 Punkte eingefahren haben. So, und das war weitestgehend über die letzten Wochen auch die Stimmung in der Kabine. Ja, jeder weiß, glaube ich, so langsam, wie wir spielen wollen, was wir für eine Idee haben. Und ja, ich glaube, das sieht man, dass da mittlerweile ein sehr gutes Verständnis neben und auf dem Platz herrscht. Und ja, dass wir einfach eine sehr, sehr gut funktionierende Truppe aktuell sind. Du sprichst es gerade an, diese Homogenität. Wenn man einfach mal bedenkt, wir haben Jamil in Rückkehrer, dann haben wir im Mittelfeld jetzt Yannick und Isaac, den Christos auf der Bahn oder halt voll im Zentrum, jetzt auch Dennis Jastremski. Ist es vielleicht ein gutes Faustpfand für uns oder was Positives, was man mitnehmen kann, dass man es geschafft hat, die neuen Spieler, die auch viel Spielzeit jetzt bekommen haben, so schnell zu integrieren, dass sie auch in den Abläufen drin sind, wie du es gerade so ein bisschen geschildert hast? Ja, also ich denke, das ist ja sehr elementarer Teil unserer aktuellen Verfassung, dass wir auf der einen Seite einen sehr soliden Kern der Mannschaft haben, die jetzt auch, sage ich mal, das System und die Spielweise des Trainers kennen, jetzt über die letzten, ja, über 1,5 Jahre, die wir jetzt ja schon zusammenarbeiten. Was es, glaube ich, dann auch einfacher macht für neue Spieler, das schneller aufzunehmen, wenn sie links und rechts gucken können, okay, wie verhalten sich meine Mitspieler, dass man da einfach schneller reinkommt. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich, bringen die neuen Jungs auch eine brutale Qualität mit. Ne? Das muss man auch dazu sagen, wenn ich jetzt alleine an Christos denke, der in seinen ersten 6 Spielen irgendwie 5 Tore geschossen hat. Ich sag mal so, Spielstrategie hin oder her, so, das muss man erstmal machen. Das ist schon eine enorme Qualität. Die anderen Jungs genauso. Ein Yannick, der sich da im Mittelfeld etabliert hat. Ein Dennis, der einfach eine brutale Schnelligkeit hat. Isaac, der wirklich sehr feinen linken Fuß hat. Und Vince natürlich auch vorne drin. Ich will jetzt auch gar keinen auslassen, aber es ist einfach eine sehr hohe Qualität. Das regt dann natürlich auch den Konkurrenzkampf an und jeder ist einfach gezwungen, ja, eine Schippe draufzulegen. So, und ich finde, das merkt man aktuell, dass wir uns echt ja, ans Maximum bringen. So, ob das im Training ist, ob das dann im Spiel ist. Ja, ich glaube, dass uns das allen in der Gruppe sehr, sehr gut tut. Jetzt kommt am Freitag mit Osnabrück eine Mannschaft, die gestern unglücklich 2-2, aber davor Hamburg geschlagen hat, die so ein bisschen, sag ich mal, in Fahrt kommt, nachdem sie schwer reingekommen sind. Du kennst das Pflaster selber, hast selber dort gespielt. Pflegst du noch Kontakte dahin? Beobachtest du das ein bisschen oder wie sieht das da aus? Ja, ich beobachte es natürlich. Kontakte, es gibt aktuell, glaube ich, noch einen aktiven Spieler, mit dem ich damals zusammengespielt habe. Mit einem der Co-Trainer habe ich damals zusammengespielt auch noch und den Zeugwart, den kenne ich auch noch. Ja, es war natürlich eine coole Zeit damals. Ja, wie gesagt, ich verfolge es auch noch. Ja, ich denke, es ist eine coole Truppe, die, wie man jetzt gesehen hat, die sich jetzt auch gefangen haben. Und ja, ich meine, Respekt muss man sowieso in dieser Liga vor jedem Club haben. Einfach, wenn man nur mal das Spiel sieht gegen Hamburg. Ja, ich meine, das kam jetzt auch nicht von ungefähr. Ich glaube, hatten auch einen Expected Goals Wert deutlich über dem von Hamburg. Das war jetzt auch kein Zufall oder Glück, so, dass sie 2-1 da gewonnen, zu Hause gewonnen haben. Und deswegen, ja, geht es jetzt darum, einfach sich voll darauf zu fokussieren, sich genau anzugucken, okay, was ist das, was die Jungs stark gemacht hat die letzten Wochen und ja, dass wir uns da einen guten Plan für überlegen. Das Gute ist ja, wir spielen zu Hause, wir müssen noch nicht an die Bremer Brücke fahren. Ich denke mal, wenn man unsere letzten Heimspiele gesehen hat, auch gegen Karlsruhe zurückgelegen, aber dann sehr dominant aufgetreten, viel Ballbesitz, viel Offensivaktion. Ich glaube, das ist dann halt wirklich der Punkt, wo man direkt wieder ansetzen will, um dann halt auch gegen so einen Gegner im besten möglichen Fall natürlich die 3 Punkte zu holen. Ja, ganz klar. Gerade jetzt mit der Niederlage gegen den HSV, so, du hast jetzt ein Heimspiel,
vor der Länderspielpause auch noch. Das ist ja dann auch so eine Sache. Du musst ja, egal wie das am Freitag ausgeht, mit dem Ergebnis erstmal 2 Wochen leben. Und das ist auch erstmal das, was die Mannschaft und was natürlich auch die Fans jetzt erstmal im Kopf haben werden. Und da ist natürlich umso wichtiger für uns da jetzt einen Sieg einzufahren. Einmal, um so diese Niederlage wieder so ein bisschen von sich abzuschütteln, aber auch dann ja, eine etwas entspanntere Länderspielpause zu haben, einfach mit einem Sieg im Rücken. Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, so ein bisschen out of the box bezüglich des nächsten Spiels, des darauffolgenden. Die Bewerbungsphase für das Fortuna für alle erste Spiel gegen Kaiserslautern endet ja jetzt. Wie blickst du auf diese ganze Thematik? Hast du dich damit mal auseinandergesetzt? Die Zahlen sind, glaube ich, relativ gut, also man kann mit einem vollen Haus rechnen. Ist das was, was euch dann auch, sage ich mal, worauf ihr aufmerksam werdet, oder wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, man kam ja gar nicht mehr drum rum. Ich glaube, selbst wenn man nichts mit der Fortuna am Hut hat, hat man es irgendwie mal wenigstens am Rande mitbekommen. Ich persönlich finde es eine sehr starke Sache, sich überhaupt mal in der heutigen Zeit sowas zu trauen, mal, ja, ich sag mal, out of the box zu denken, einfach mal was anders zu machen als die anderen Vereine. Und ja, natürlich, wenn das Stadion dadurch noch voller wird, glaube ich, kann sich da auch kein Spieler drüber beschweren. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, auch ja, dass es dann dementsprechend auch Früchte trägt und dass, sage ich mal, die Leute, die sich das überlegt haben, die damit gekommen sind, dass denen dann natürlich auch irgendwo Recht getan wird damit, dass das dann alles aufgeht. So, und ich glaube, dass es auch für alle Düsseldorfer trotzdem ja eine super Sache ist. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es am Ende des Tages dann eine Win-Win-Win-Situation für alle wird dann. Ja. Jetzt holen wir erstmal im besten Fall den Win gegen Osnabrück. Der erste Schritt vor dem nächsten. Emma, danke dir, und dann drücken wir die Daumen für Freitagabend, dass wir da noch 3 Punkte einfahren. Danke.